Ja, sicher sehr erfreulich, die ganze Hinrunde, die wir erleben mit allen Aktivmannschaften. Wie wir sehen, sind wir mit allen vier Teams auf dem ersten Platz nach der Hinrunde. Vom 1 bis zum 3 mit der Damenmannschaft. Dort ist es jetzt wichtig, dass wir sicher Pause nutzen für gute Trainings, dass wir vor allem aus meiner Sicht im mentalen Bereich müssen arbeiten müssen. Wir sind vielleicht jetzt ein bisschen erfolgsverwöhnt und die Resultate machen vielleicht auf einmal ein bisschen müde und man hat das Gefühl, es geht von selber. Und das ist das, was man vielleicht auch beim Eisner am Schluss ein bisschen gesehen hat. Die Resultate haben nicht mehr ganz so gestimmt. Und dort ist die Gefahr, die besteht. Und das wollen wir ganz klar verbessern. An dem wollen wir arbeiten. Das ist das Ziel, das wir auch mit den Trainern abmacht. Mental die Jungs parat machen für die Rückrunde. Und dass wir wieder anknüpfen an den Erfolgen, die wir bei der Hinrunde hatten. Bei den Junioren macht es sicher immer wieder Freude, wenn man auf die Lanzen kommt und sieht, die Trainer, wie sie arbeiten mit ihnen. Die Jungen, die Spass haben, den Ball hinten einzuspringen. Es wird an verschiedenen Sachen geschaffen. Auch dort sind wir dran. Die Trainer machen verschiedene Ausbildungen, verschiedene Kurse. Dass sie auch dort die Trainings verbessern können, abwechslungsreicher gestalten können. Oder so Kinder von dem können profitieren. Und dort geht es sicher darum, dass sie viel mit dem Ball dranbleiben, dass sie ihre Technik verbessern können. Vor allem bei den ganz Kleinen, wenn wir F-Junioren nehmen, ist der Ball einfach Pflicht, dass der zum Training gehört. Der gehört einfach am Fuß. Und bei den etwas grösseren E-Junioren, nehmen wir mal die, dort auch schon ein bisschen ins Konditionelle gehen, nicht zu viel, nicht zu strupp, aber auch dort, möglichst viel mit dem Ball schafft und ja, die Resultate sind immer ein bisschen zweitrangig. Dort soll es noch Spass machen und es soll ein Hobby sein.